Es ist so leer hier ohne die Kinder. Ich wünschte, ich hätte sie auf den Ausflug begleiten können. Ja, hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Hitman Absolution. Und zwar sind wir jetzt in Rosewood. Sie sind es. Da bin ich aber froh. Victoria ist krank. Kaum geht es aufwärts da. Da atmet sie plötzlich nur noch ganz flach und die Ärzte wissen nicht, was ihr fehlt. Ihre Kette. Ach so, die liegt auf der Kommode. Der Verschluss war kaputt. Ich habe ihn repariert. Hat irgendjemand nach ihr gefragt? Nein. Sie sind hier. Ich muss Victoria hier wegholen. Wo ist der sicherste Platz im Haus? Im Keller, würde ich sagen. Dann gehen Sie dorthin. Ich komme mit Victoria nach. Ja, natürlich. Oh Gott, mögen uns beistehen. Oh. Komm. Danke. Sie sind zurückgekommen, wie Sie es gesagt hatten. Ich hatte solche Angst. Kann man auch schneller gehen? Ich weiß es gar nicht mehr. Waren das Schüsse? Psst, leise. Ich habe Diana versprochen, auf dich aufzupassen. Mit mir? Oh Gott. Gehen wir richtig? Ich habe ein ungutes Gefühl. Was ist das für ein Geräusch? Wir müssen leise sein. Aber Gott, was ist mit dem Klebeband passiert? So ist Wade eben. Der Kerl mag's gerne blutig. Das macht ihn an. Vermutlich wurde er deshalb noch nie geschnappt. Er hat immer noch einen drauf. Okay. Die Typen sind da. Ich muss den Strom wieder einschalten. Schwester Mary wartet im Keller. Dort treffen wir uns. Okay. Sache läuft völlig aus dem Ruder, Mann. Was zum Teufel soll der tun? Wir beenden, was wir angefangen haben. Na los, gehen wir. Wir müssen das Mädchen finden. Die machen sich ganz schön fertig. Tja, wenn wir sie nicht finden, reißt Wade uns allen den Arsch auf. Los, find mal raus, was sie haben. Ja, wir nehmen hier alles auseinander. Noch keine Spur. Keine Sorge, wir finden sie schon. Ja, mach ich. Gibt es hier etwas? Okay, Sicherung. Oh, du hättest ihn sehen sollen, Mann. Hat sich angepisst. Ein erwachsener Mann. Krass, oder? Ja, wenn du mich fragst, hat er den Tod. Du hast ihn ziemlich zugerichtet. Das kannst du laut sagen. Okay. Okay.
Alle mal herhören! Sind alle da? Mist. Alles klar. Gut. Okay, passt auf. Mist. Ich habe eben mit Wade telefoniert. Er ist stinksauer. Oh Mann. Er sagt, wir würden nicht mal unsere Schwänze finden. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber das lasse ich mir nicht nachsagen. Ich bin auf einem Wochenende. Also reißt euch zusammen. Oder es gibt mächtigen Ärger. Habt ihr verstanden? Ich weiß nicht, ob jemand hier hinkommt. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Sowas von ungut, aber vielleicht kann ich mir ja schnappen. Okay. Kann ihn mir nicht schnappen. Mist. Okay. Ist da denn jemand jetzt? Nicht gut. Gib mir erstmal Ruhe. Ist erstmal alles noch ein bisschen sauber. Oh Gott. Über Leichen. Messer. Gut. Die sind alle unten, ne? Was ist denn in der Spritze drinne? Da ist noch was. Was ist das Messer? Ich spritze nämlich aber trotzdem mit. Was ich spritze jetzt?
schleppe ich den Typen jetzt hin? Komm her, du. Und wehrlose Nonnen sich hier vergreifen. Gibt's hier was zum Verstecken? Nö. Da. Komm her. Werden wir mal los hier. So. Können wir ein bisschen freier herumlaufen? Nur ein bisschen. Okay, hier ist wieder nichts. Dass jemand interessiert, glaube ich nicht. Zwei Sicherungen haben wir. Weiße? Nein. Ah, okay. Hier müssen wir nachher hin. Nein, ich kann seinen Namen nicht ein. Ja, ja, im nächsten. Ich lass ihn lieber in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Hey, hey, wo hast du denn die Klamotten her, Mann? Von dem Obdachlosen? Hier müsste noch eine sein. Da. Nebenan. Okay. Der Kerl. Okay. Warum denke ich, dass ich... Ist das der Billardspieler aus Great Balls of Fire? Billardspieler? Thank you.
Einsatz vollendet. Jetzt muss ich wieder nach unten. Ich weiß nicht mehr wie. Kenn ich den Typen? Nein, also drauf geschissen. Oh oh. Verdammt. Was gibt's denn hier oben? Komme ich oben rum irgendwie? Da dran, ne? Oh Mann, ich bin so verpeilt. Ja, von da bin ich gekommen. Ich muss runter. Mist. Gut, Kontrollpunkt. Hier kann man sich verstecken. Oh. Wir haben was? Glaube ich nicht. Gut. Sie müssen ihren Einsatz hier vollenden, um fortzufahren. Was muss ich denn noch machen? Hä? Birdy hat zum Teil Victoria verstehe verkauft, ich ihn. Um sein eigenes Leben zu retten. Zum Teil verstehe ich ihn. Die Sache war nie sein Kampf. Was muss ich denn? Ich werde mich später um ihn kümmern. Sicherung geschaffen. Nur das Mädchen. Hab ich doch. Da. Okay. Wer sind Sie? Oh nein. Was ist das mit dir? Ich mag es, wenn du dich wehrst. Mach schon, wehr dich, Baby, wehr dich! Hey, wait! Ich bin jetzt aber auch mal dran!
Papas Hosenpisser. Oh Mann, du wedelst sicher schon den ganzen Tag mit dem Schwänzchen. Halt ich mal, Wayne! Wow! Oh! Hältst dich für einen harten Kerl? Harter Kerl? Komm schon, bist du ein harter Kerl? Na komm, bist du ein harter Kerl? Nein, komm schon! Lass mich! Okay, ich zeig's dir! Halt's Maul, Schlampe! Oh. Und ich schließ dich am Hinterteil auf! Okay, alle zusammen! Macht Platz für Schlappschwanz Lenny! Komm schon! Weißt du was, Wayne? Jetzt zieh dich! Oh, oh mein Gott! Ich hab Blut an den Händen, Wayne! Na, seht ihr das? Ding ist geplatzt wie eine Wassermelone! Lenny! Ha? Ich sag dir was, Lenny. Das machen besser die Erwachsenen weg. Ihr Jungs seht dabei zu. Gute Arbeit, Lenny. Gute Arbeit. Okay, das Mädchen hacken wir. Was jetzt? Gehen wir. Wir bleiben hier, bis Wade was anderes sagt. Und keine Drogen. Nein. Mir gefällt das nicht. Draußen könnten die Cops warten. Hast du daran schon gedacht? Wir sollten von hier verschwinden. Jetzt gleich! Da draußen ist niemand. Das wüssten wir. Und zwar schon längst. Also entspann dich, okay? Kann nicht sein! Oh, Scheiße! Tot? So, kommt mit. Weg mit euch. Sehen ja gleich aus. Gerade noch eine. Spritze gegen Messer. So. Nehmen wir mal mit. Ach so, das ist eine Wand. Was zum Teufel ist denn hier? Wenn die Kopf kommt, sind wir am Arsch. Es geht um den Glattkopf. Weiß nicht. Keinem Terminus. Ich habe Gerüchte gehört, dass... Gibt es hier irgendwas zum Durchschleichen? Ist schon so. Schächte? Okay. Kenn ich den nicht? Hey, was liegt an? Ist das Jeremys Cousin?
Okay. Alles Chico? Ja, alles Chico. Schweinebacke hat mich erwartet. Mal hier was machen. Oh. Und so, ihr Wichser! Wollt ihr ewig leben? Schieß! Schreck dir das, Dreckskerl! Er stickt dran, Arschloch! Oh, absolut zuverlässig. Hör auf zu zappeln, du Schlampe! Yo, Wade! Wer ist jetzt der Schlammschwanz, du Arschloch? Wenn du mich verarschst, mach ich dich fertig! Ich hoffe, du verreckst und das schön lange dauert, du blöder Wichser! Du mit der Glatze! Rühr dich nicht vom Fleck, sonst hast du deinem Hirn bald eine Kugel! Ja, glaub mir, Wade! Das kommt davon, wenn man sich mit Lenny anlegt! Mach das ja nie wieder! Hope, South Dakota. Sie sind weit weg von der Heimat. Ich hab was abgekriegt. Ja. Wie ist denn das passiert? Och. Nun gut. Jetzt der South Dakota. Spezialist. Leider. Nicht zu Todesfall. Naja, okay. Ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentare. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Adios.